Hallo Leute, ich zeige euch heute, wie ihr die primäre SMTP-Adresse eures öffentlichen Ordners anpassen könnt, den wir zuletzt angelegt haben. Zunächst gehen wir in unseren Browser, haben unser Admin Center, gehen auf Admin, alle Anzeigen, Admin Center Exchange. Zu dem Schritt, wie wir letztes Mal waren, einmal öffentlicher Ordner. Dann haben wir unsere öffentlichen Ordner. Wichtig ist, dass wir am Ende diesen Pfad benötigen. Dann gehen wir erstmal wieder zurück. Gehen einmal drauf, gehen einmal auf Bearbeiten. Dann lädt er kurz. E-Mail-Adresse und wir sehen aktuell immer noch als primäre SMTP-Adresse ist die obere, die uns nichts bringt. Dann gehen wir einmal hier auf Bearbeiten. Wir sehen hier, wir können hier auch nichts anpassen. Wie zum Beispiel bei normalen Postfächern können wir hier einfach den Haken reinsetzen als primäre SMTP-Adresse. Dies können wir ändern, indem wir in PowerShell dies freigeben. Dies geht in dem Fall auch nur über PowerShell. Dann einmal wieder auf Abbrechen, nochmal auf Abbrechen, einmal runterlegen. Dann starten wir einmal unsere PowerShell als Administrator. Gehen auf Ja. Haben wir unser Fenster, haben wir auch nochmal unsere Daten. Geben als erstes den obersten Befehl ein. Gehen wir auf Yes. Dann fragt er nach den User Credentials. Hier ist es wichtig, ihr könnt nicht einen extra Benutzer nutzen, der global Admin hat, sondern ihr müsst den primären Administrator, den er damals angelegt hat, bei der Erstellung vom Office 365 Konto nutzen. Dann einmal reinkopieren, dann einmal ganz normal anmelden mit den Zugangsdaten. Die hat er hinterlegt. Dann kopieren wir uns einmal das hier, gehen auf Enter. Er hat es einmal übernommen. Dann wird die Session importiert. Dann lädt er kurz oben ein bisschen was im Modul. Wir sehen, er ist verbunden und jetzt können wir unsere Befehle nutzen. In dem Fall das hier. Bezieht sich auf alle öffentlichen Ordner mit E-Mail-Funktion. Somit könnt ihr die E-Mail-Adress-Richtlinie deaktivieren, sodass man manuell jede SMTP-Adresse als primär definieren kann. Diesen Befehl habe ich schon direkt angepasst auf die Vorgabe, deswegen dieses Slash Test 1, das wird zwingend benötigt, oder halt, wenn ihr Unterordner habt, diese Unterordner dann. Das heißt, das kopieren wir jetzt einmal. So, jetzt kommt der Befehl zum Umändern von der E-Mail-Richtlinie. Die geht wie folgt. Ihr müsst einmal die ursprüngliche E-Mail-Adresse hinterlegen, also die aktuell primäre, und darüber wird das dann deaktiviert. In dem Fall Test 1 at scholz.video.onmicrosoft.com. Dies ist extrem wichtig, weil standardmäßig ist immer die On-Microsoft-Adresse. Dies nehmen wir, kopieren wir. Fügen wir ein, drücken auf Enter, dann lädt er kurz. Wir sehen keinen Fehler, kein gar nichts. So, wir gehen jetzt einmal auf den Browser wieder, auf öffentliche Ordner, machen einmal F5, damit er auch die Daten neu eingelesen hat, weil sonst kann es sein, dass im Cache noch alte Einstellungen sind. Gehen auf öffentliche Ordner, gehen auf Test 1, gehen auf Bearbeiten, gehen auf E-Mail-Adresse, wir haben hier die sekundäre, gehen auf Bearbeiten und wir sehen, jetzt ist der Punkt da, diese Adresse als Antwortadresse verwenden. Das heißt, da machen wir jetzt einen Haken rein, gehen auf OK, gehen auf Speichern. Dann lädt er nochmal kurz, einmal auf Schließen und jetzt prüfen wir, ob er die SMTP-Adresse geändert hat, indem wir einmal auch wieder auf E-Mail-Adresse gehen und wir sehen, er hat sie einmal angepasst. Ich packe euch die Sachen noch unten in die Beschreibung und dann könnt ihr das einmal selbst ausprobieren und es sollte funktionieren. So, das war's schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön!